Ja, also als wir mit Ende Gelände 2016 für ein ganzes Wochenende die Braunkohleinfrastruktur in der Lausitz lahmgelegt haben, da hat das sogar stattgefunden innerhalb von so einer internationalen Aktionswoche. Und in dieser Woche haben dann auch Leute einen Kohlehafen in Australien blockiert oder so. Und das war so koordiniert als internationale Aktionswoche, wo unsere Aktion noch eingebettet war. Und ansonsten gibt es ganz, ganz viel Austausch und Skillsharing heißt es dann mit anderen Klimagerechtigkeitsgruppen in ganz Europa und darüber hinaus. Also wir waren als Ende Gelände letztes Jahr auch in Tschechien und haben auch da Braunkohletagebau blockiert. Wir waren auch in den Niederlanden und haben gegen Gas protestiert. Es gibt ganz viel so, dass diese Klimacamps einfach überall aus dem Boden sprießen. In Polen gab es letztes Jahr das erste Klimacamp. Dieses Jahr wird es auch Aktionen geben in Italien und in Portugal. Also da passiert total viel Austausch. Und was es jetzt auch gibt, ist eine Kampagne bei 2020 We Rise. Da passiert gerade ganz viel Vorbereitung. Und die Idee ist, dass wir dieses Jahr schon größer werden, aber dann nächstes Jahr so richtig überall alles lahmlegen. Also es ist alles schon in Vorbereitung.